Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ja, ihr seht richtig, ich bin nicht fertig gemacht und ich habe gerade Augenpads drauf. So ein Aufgebraucht-Video gab es bei mir auch noch gar nicht. Aber ich mache jetzt gerade auch noch ein Maskenvideo, in dem ich diese Pads hier teste. Und die müssen 20 bis 25 Minuten draufbleiben. Und in der Zeit möchte ich schon mal ein bisschen was von meiner abartig dick gefüllten Aufgebrauchttüte hier zeigen, weil ich ein bisschen Zeitdruck habe. Wir haben gerade erfahren, ich muss wieder mit der Kleinen ins Krankenhaus und ich kann jetzt nicht sagen, was, wie, wo, was, dies, das, Ananas. Das geht natürlich nicht, aber deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen Zeitdruck. Ja, es ist ja hier kein Muss, aber ich muss die Videos ja dann auch noch schneiden, hochladen, bearbeiten und das kann ich natürlich nicht, wenn ich im Krankenhaus bin und wir müssen da jetzt noch einen Termin ausmachen, höchstwahrscheinlich nächste Woche und da möchte ich jetzt die nächsten paar Tage noch nutzen, um ein paar Videos für euch fertig zu machen, weil ich muss das ja dann auch noch, wie gesagt, bearbeiten, schneiden und das mache ich entweder abends zwischendrin und das wird alles ein bisschen stressig. Und deswegen, ja, jetzt halt, während ich noch hier die Augenpads drauf habe, möchte ich die Zeit nutzen. Ja, ich denke, es werden zwei Teile. Die Tüte ist sehr, sehr voll und ich habe jetzt, wie gesagt, 20 Minuten noch Zeit. Mein Akku blinkt, na ganz toll, yay. Machen wir einfach mal so lange, wie es geht. Und ich hoffe, ich sehe das, wenn das hier ausgeht. Das hier ist alles voll mit Dingen, die in mein Projekt kommen, mit der aufgebrauchten dekorativen Kosmetik von einem Jahr. Das mache ich mal zur Seite. Und ich werde auch gleich noch diese Maske hier machen. Ja. Fangen wir an. Ich ziehe einfach raus. Ich habe das mal eine Zeit lang auch sortiert. Und das heißt, es könnte sein, dass am Stück auch dann mal relativ viele Masken drin sind und... Aber ich ziehe jetzt einfach mal raus. Aufgebraucht ist diese Seife hier von Isana, Limited Edition, No Problema. Die war lila, wie man sehen kann. Die sieht jetzt auch schon ein bisschen nicht mehr so frisch aus. Die war nicht schlecht. Es war halt eine ganz normale Seife, 500 Milliliter. Hat auch eigentlich relativ lange gehalten, finde ich. Wir sind jetzt hier nur zu dritt. Und ja, würde ich mir mal wieder nachkaufen, wieso nicht? Ich habe auch überlegt, das sauber zu machen und dass ich dann wieder was nachfüllen könnte. Aber ist mir jetzt... Ich habe noch zwei so Sachen da, die mir auch ein bisschen besser gefallen optisch und dann beim nächsten Mal vielleicht. Dann aufgebraucht von Terra Naturi Wattestäbchen. Ja, fand ich gut. Würde ich auch mal wieder nachkaufen, aber ich habe mir jetzt von DM gekauft mit so einer hübschen Verpackung, so einer Schachtel. Vielleicht habt ihr den Haul gesehen, wenn nicht, schaut da noch rein. DM Neuheiten-Haul war das. Und ja, die gefallen mir halt einfach besser jetzt von der Optik, aber die sind auch gut. Gibt es bei Müller. Das ist Papier. Dann aufgebraucht war ich das Toilettenpapier von Hip, haben wir auch nochmal da, aber ich habe jetzt nachgekauft von Sauber, glaube ich, von DM auf jeden Fall. Aber die sind auch gut, das hält auch lange, die sind lang genug feucht und finde ich gut. Sind zu 99% aus Wasser, kann man also auch in die Toilette machen. Ja, sind vegan, finde ich gut. Dann aufgebraucht ein Gesichtswasser von einer Apothekenmarke Numis Med Sensitiv. Ist, glaube ich, auch pH-neutral. Habe ich aber bei Globus gekauft. Und das war im Angebot für 1,50 Euro. Fand ich gut. Habe ich auch nochmal da. Habe ich mir mal bestellt bei Flaconi. Und das fand ich echt gut. Schon so lange kein Aufgebraucht-Video mehr gemacht. Dann gucke ich mal, was ich noch so habe, dass nicht immer das Gleiche kommt. Reinigungstücher aufgebraucht von Isana Young. Ich hatte gar keine mehr da, habe mir jetzt zwei Packungen nachgekauft. Einmal von Müller und einmal von DM. Ja, fand ich aber nicht schlecht.
Ja, ab und zu mal, selten. Dann ein Peeling von TT Sept, das hat mir nicht so gut gefallen. Meersalzöl, Duschpeeling, Samthaut. Den Duft fand ich nicht so gut und das war auch ziemlich kratzig. Ich mag da mehr so diese Zuckerpeelings, also das... Nee, das weiß ich nicht. Das hat mir nicht gefallen. Dann was richtig Cooles aufgebraucht, das war mal in einer Box eine Haarmaske und die war wirklich sehr, sehr schön. Das ist was Koreanisches. Das ist jetzt oben hier so dick, weil da so eine Haube drin ist. Ich lasse es aber. Da hat man sich zuerst die Maske drauf gemacht, dann mit der Haube die Haare so abgedeckt und dann danach in die Längen habe ich so ein Serum gegeben. Die Haare waren schön glatt, die waren schön gepflegt, haben gut geglänzt, waren schön versorgt und das ist auch ein bisschen warm geworden. Also das war toll, hat mir gut gefallen, aber ich weiß jetzt nicht, wo es das gibt. Dann Zahnpasta aufgebraucht, da müsste auch noch eine in der Tüte sein, aber ziemlich weit unten, deswegen ja, meine Freundin Conny auch schon wieder nachgekauft. Dann habe ich aufgebraucht, ich habe mich jetzt in letzter Zeit darauf konzentriert, Crememasken überwiegend aufzubrauchen und auch Tuben. Eine Zeit lang mit Tuchmasken, das werdet ihr auch merken, es sind einige drin und dann aber auch noch Crememasken, ja. Ja, von Balea, die hier und die finde ich toll, die mag ich. Beauty Effect, Power Maske. Ich weiß gar nicht, für wie oft die gereicht hat, aber da sind 50 Milliliter drin, die ist vegan und das hat wirklich eine Zeit lang gehalten. Fand ich gut, kann ich euch empfehlen. Aber ich würde mir jetzt aktuell nichts nachkaufen, weil ich habe so viel da. Dann fand ich richtig, richtig gut von Spike dieses Micellenwasser. Das war ganz toll, hat richtig gut gerochen. Das war sanft zur Haut. Das ist eins meiner Liebsten und zwar teilt sich der Platz mit Luvos. Ja, Luvos und Spike und Freiöl sind meine allerliebsten Gesichtswasser und das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt oder das mal irgendwo seht, nehmt es mit, bestellt es euch, das ist richtig gut. Dann auch noch zum Glück ein paar Duschgele leer gegangen, weil ich jetzt probieren möchte. Was heißt probieren möchte? Ja, ich möchte ziemlich viel aufbrauchen. Momentan hat man nicht so die Möglichkeit, was zu kaufen. Hat man schon, aber deswegen rennt man nicht los. Und jetzt ist eine gute Zeit, ziemlich viel aufzubrauchen, den Vorrat zu leeren, was man alles so da hat. Und das mache ich auch. Und hoffe, dass ich von meiner Kommode eine leer bekomme oder dass ich was zusammenfügen kann, dass auf jeden Fall eine Kommode leer wird. Hier konnte ich schon zwei Schubladen zusammenfügen und alles, was dann in der Kommode noch ist, passt dann eventuell hier rein. Ich werde umstrukturieren müssen und weil ich den Platz brauche. Ja, Duschgel von Altera Naturkosmetik mit Erdbeeren. Ja, fand ich nicht schlecht, hat die Kleine auch öfter mal benutzt. Es riecht gut. Ja, ein bisschen nach überreifen Erdbeeren. Aber es war schön. Bio und auf jeden Fall hautfreundlich. Ja. Dann ist leer gegangen ein Trockenshampoo von Colab. Und ich benutze eigentlich nur diese hier von Colab. Das sind meine Liebsten. Habe ich auch wieder eins in Verwendung. Eine andere Sorte, die mir sogar ein bisschen besser gefällt vom Duft. Das war auch schön. Aber ja, das verfliegt eh. Von daher ist der Duft relativ egal. Für mich sind das aber die besten Colab. Alle anderen mag ich nicht. Es ist umgefallen. Dann aufgebraucht von Dr. Botanicals diese Body Lotion Lemon Superfood Rescue Butter und ich habe das jetzt nochmal da, hatte das in einer Box, hat mir gut gefallen. Das braucht ein bisschen, bis es einzieht, aber es ist richtig, richtig schön, wenn man extrem trockene Schienbeine hat und das habe ich und da hat die gut geholfen. Ja, ich finde es gut, dass ich es nochmal da habe, ist auch schon wieder in Verwendung, aber das hier ist jetzt leer. Dann, oh je, ja, komme ich mal zu ein paar Augenmasken. Da habe ich gemacht. Ja, ich glaube, kann sein, dass im anderen Video da nochmal was dran kommt.
Augenmasken von Action. Ich habe jetzt keine mehr da, habe auch keine nachgekauft. Ich habe noch andere Augenmasken da, die werde ich alle leer machen. So, und jetzt war der Akku leer. Ja, ich habe es gerade von den Augenmasken gehabt. Ja, ich habe mir jetzt keine mehr nachgekauft und ja, ich finde die aber sehr, sehr gut, aber es ist halt viel Müll und ich möchte ja jetzt versuchen, dann eher so Pöttchen zu kaufen, mal gucken. Wenn jetzt was Neues reinkommt wie sowas, dann möchte ich es auch gerne testen. Vielleicht werde ich mir dann auch mal wieder 2, 3 nachkaufen, weil ich finde die wirklich toll, die gefallen mir. Und ja, ja, aber erstmal nicht. Genau, 3-mal. Und dann habe ich mir bei TK Maxx irgendwann mal, ich glaube, das habe ich nicht gezeigt, so ein 10er-Pack von den Masken hier gekauft. Die habe ich auch schon mal in einem Video getestet. Klickt euch da mal durch. Ich habe so, so viele Masken getestet und die finde ich auch richtig gut. Das ist halt wie so ein, ja, wie so eine, wie eine Augenmaske. Ja, es ist eine Augenmaske, aber wie so ein Band halt, so drum. Und das ist dann halt auch hier oben. Das finde ich halt richtig gut. Kann man das irgendwo sehen? Vielleicht so ein bisschen hier hinten. Das finde ich halt richtig gut. Und ja, 2-mal aufgebraucht. Es kann sich auch nochmal irgendwo was da drin befinden. Dann ein Peeling aufgebraucht von Kneipp. Verwöhnendes Cremeöl-Peeling. Und das hat mir gut gefallen. Das ist ein Zuckerpeeling. Hat gut gerochen, war schön sanft zur Haut, hat aber trotzdem gut gepeelt. Also ich mag am liebsten die Zuckerpeelings. Ja, ist vegan. Das kann ich sehr empfehlen. Hinterlässt einen schönen öligen Film. Ich habe auch mal zu meinem Mann gesagt, ach, benutzt doch auch mal. Das ist so, so gut. Irgendein anderes war das. Und dann habe ich nachher gemeint, und wie fandest du es? Und meinte, ich finde das immer so eklig. Danach ist die Haut hinterher immer so ölig. Dann habe ich gesagt, ja, aber genau, das ist doch das Gute daran. Die Haut ist doch schön gepflegt. Mag er nicht. Okay, naja. So ist das. Was noch? Oh je. Ich gucke mal, dass ich jetzt hier alles erwische. Versprechen kann ich es aber nicht. Ich habe Ampullen aufgebraucht. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe Ampullen aufgebraucht, 4-mal diese hier, was war das für eine? Hyaluron aus dem Adventskalender von Balea. Ich habe jetzt auch keine mehr davon da, ich habe, oder? Bin mir gerade nicht sicher, vielleicht 1 oder 2. Aber ja, hier 4 Stück davon aufgebraucht, das kommt auf die Seite, weil das ja Papier ist. Ich trenne jetzt schon ein bisschen. Dann 2-mal diese hier aufgebraucht, Shining Star. Mal mit so ein bisschen Schimmer mit drin. Und dann die Age Guard 2-mal aufgebraucht. Ja. Ich habe noch mehr Ampullen aufgebraucht, aber ich habe die jetzt nicht aufbewahrt, weil das sind ja so kleine Glasdinger. Und dann, ja, vielleicht mache ich es mal ab und zu wieder in so ein kleines Tütchen. Habe ich jetzt aber aktuell nicht gemacht. Ich habe auch noch ziemlich viele Ampullen getestet. Da möchte ich auch noch ein Video drüber machen. Ich habe mir alles notiert von den einzelnen Ampullen. Dann muss ich die immer einblenden, wenn ich die Verpackung nicht mehr da habe, weil das ja auch einzelne sein können, wo ich dann keine Verpackung habe. Und das werde ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil das dann halt aufwendig ist, die Bilder rauszusuchen, die einzublenden und das dauert dann noch ein bisschen. Ich möchte jetzt halt probieren, dass ich ein paar Videos für euch da habe, während wir halt im Krankenhaus sind. Yay! Ja, aufgebraucht das hier auch aus dem Adventskalender. Augen-Make-up-Entferner von Balea, den fand ich leider nicht gut. Da muss man zu arg schrubbeln. Und das mit Zellenwasser, ja, ist okay. Aber ist nichts Herausragendes. Dann ist noch eine Seife leer gegangen von Rituals. Aus der roten Reihe hier, dieser Rosenduftreihe. Und oh, das riecht so gut. Ich habe es aufbekommen. Ich habe das ewig probiert aufzumachen, weil ich das nachfüllen wollte. Und jetzt habe ich es aufbekommen. Dann, dann werde ich das zur Seite machen, weil so ein kleines, dann kann man auch mal ein Duschgel auffüllen. Und dann hat man nicht ewig denselben Duft wie bei 500 Millilitern. Das nervt dann irgendwann schon.
Ja, cool. Ich habe es endlich, weil das hat sich dann immer nur hier gedreht. Ich habe es dann nicht aufbekommen. Dachte ich auch schade, weil man kann sich auch Nachfüllpacks holen. Das jetzt, da passt nicht viel rein. 110 Milliliter, aber da kann man öfter wechseln und ist den Duft nicht so schnell satt. Macht zur Seite, wird aufbewahrt. Und dann habe ich was aufgebraucht. Ja. Ich werde oft gefragt, was ich mache, dass meine Haare so schön gewachsen sind, dass sie so lang sind und so. Ja, ich nehme so Nahrungsergänzungsmittel, aber ich nehme eigentlich von Luvos, habe ich auch in einem Haul jetzt gezeigt. Und zwar Haut, Haare, Nägel, Celastin nehme ich am liebsten. Das bekommt man aber nicht so gut und deswegen auch dieses Haare, Nägel, das Einfache von Luvos Heilerde-Kapseln und das finde ich am besten und habe aber jetzt auch mal das hier ausprobiert. Ja, da nimmt man, ich glaube, morgens das hier und abends dann das hier. Ist ein bisschen umständlich, weil man halt dran denken muss, dass man morgens das nimmt und abends das. Das heißt, zwei Tabletten am Tag. Ja, ist halt ein bisschen umständlich und ich fand es jetzt nicht schlecht. Aber ich finde meine Luvos Heilerde-Kapseln besser. Und glaube ich auch günstiger und nicht so umständlich. Deswegen würde ich mir das hier nicht nachkaufen. Das heißt Bloom Beauty Essence. Ich kann es euch aber mal verlinken, wenn es euch interessieren sollte. Das gibt es auch bei Douglas. Ich fand es nicht so schlecht. Aber diese Luvos finde ich viel, viel besser und nicht so umständlich. Ja. Dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Sachen, dann machen wir einen Cut und dann nehme ich mir das hier ab und dann geht es mit dem Maskenvideo weiter. Und dann die restliche Tüte zeige ich dann im nächsten Video. Was noch leer gegangen ist, ist von Shiseido so ein Cleansing Oil. Das fand ich nicht so gut. Das war mir einfach alles viel zu ölig, das in den Augen, nee, muss ich nicht nochmal haben. Fand ich nicht so gut. Dann ein Kräuterpflegebad, das habe ich mal bei Action gekauft, auch schon mehrfach nachgekauft, finde ich nicht schlecht. Pharkos Naturerleben Eukalyptusbad ist das, ja, ist eine Glasflasche und ja, finde ich nicht schlecht. Ich habe jetzt aber noch ein anderes da und so oft braucht man das nicht. Das ist Glas. Und dann habe ich noch auch noch ein Duschgel aufgebraucht. Viele, viele Duschgele, so kleine. Coconut and Cream, das ist jetzt sogar, ich glaube, gestern leer gegangen. Puh, der Duft. Nee. Oh, nee, ist mir. Ja, riecht nach Kokos, aber viel zu stark, viel zu intensiv. Ich mag es nicht. Ich bin froh, dass es leer ist. Und nee, der Duft geht gar nicht, finde ich. Und dann noch ein paar Masken. Da habe ich ja im Maskenvideo auch mal getestet, so ein Set von Action. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt. Und zwar ist das so eine Leoparden-Serie gewesen. Die Tuchmaske fand ich wirklich gut. Gibt es aber nicht einzeln, halt nur in so einem Set. Aber das Set, finde ich, hat sich gelohnt. Wie gesagt, schaut euch das Video mal dazu an. Und ja, fand ich gut, die Maske. Dann auch noch von Action. Diese hier, Facial Sheet Mask mit Blaubeeren und das ist von dieser Reihe hier von Action meine allerliebste. Die finde ich ganz toll vom Duft her, die pflegt schön und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die habe ich glaube auch noch ein, zweimal da. Dann, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die auch in einem Video getestet habe, könnte sein, diese Maske hier. Hydrogel-Maske, auch von Action, ist eine koreanische und die fand ich echt toll. Hat mir gut gefallen und kann ich empfehlen. Und dann, was ich auch richtig, richtig gut fand, ist diese hier von Kiko. Da habe ich auch Augenpads noch gemacht, die sind auch noch hier irgendwo. Und die fand ich extrem gut. Also Kiko hat ganz, ganz tolle Masken, kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr da mal bestellt, bestellt euch eine Maske mit. Da gab es irgendwann mal ein Sale, ich glaube 50%. Und dann habe ich mir da ein paar Stück mitgenommen und würde ich das wiedersehen, dass das im Sale wäre, würde ich mir da auf jeden Fall einige kaufen, weil die war extrem gut. Dann auch noch, ich glaube, ja, eine koreanische, die habe ich mir mal auf der Glow gekauft, also ist schon ein bisschen was her.
Die war toll, hat gut gerochen, kann ich auch empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wo es die so zu kaufen gibt. Vielleicht bei Amazon, müsst ihr mal gucken. Ja, fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Die Marke ist das hier. SNP Shining Nature Purity. Ja, fand ich gut. Hat mir gefallen. Das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich weiß nicht, ich denke, das werden so 16, 17 Minuten vielleicht werden. Und ja, jetzt nehme ich mir die da dann ab. Dann kann ich auch was dazu sagen im nächsten Video, weil ich die Verpackung schon reingeworfen habe. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt mir gesund. Drückt uns die Daumen für im Krankenhaus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!